Der 12. November 2020 wurde zum schwarzen Donnerstag der belarussischen Studenten. An diesem Tag wurden 10 Jugendaktivisten, Studenten und Studentinnen verschiedener belarussischer Universitäten festgenommen. Eine von den festgenommenen Studenten ist Xenia Syromolot. Für sie wurde als willkürliche Maßnahme eine Haftstrafe von 2 Monaten gewählt. Am 12. Januar wurde die Haftstrafe einfach um weitere 2 Monate verlängert. In Briefen aus der Untersuchungshaft schreibt Xenia: Man kann einen Menschen im Gefängnis einsperren, aber es ist unmöglich, seinen Geist, seine Gedanken und seinen Willen einzusperren.